Spätestens seit der Hattie-Studie vor einigen Jahren ist noch einmal die Bedeutung von Feedback für Lernen in das Interesse der interessierten Fachöffentlichkeit gelangt. Wir wissen mittlerweile, dass Feedback unter bestimmten Bedingungen zu den Top-Einflussfaktoren auf Lernen, Lernprozesse, Lernergebnisse zählt, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Insofern soll es heute darum gehen, ein bisschen abzuklopfen, was eben diese Bedingungen sind, unter denen Feedback in einer Lehrveranstaltung erfolgreich umgesetzt werden kann. Denn Feedback ist ja nicht nur ein didaktisches Gestaltungselement, sondern auch ein Begriff, den wir alle im Alltag immer wieder benutzen. Dementsprechend haben wir auch alle unsere subjektiven Vorstellungen davon, was Feedback überhaupt ist und was gutes Feedback ausmacht. Wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, was Sie unter gutem Feedback verstehen, dann kommen vielleicht Rückmeldungen wie, ja, es sollte Verbesserungsvorschläge enthalten. Oder auch, es sollte sowohl Lob als auch Kritik enthalten. Oder es sollte aus der Ich-Perspektive formuliert sein. Solche Feedback-Regeln sind richtig und wichtig, aber sie sind tatsächlich nur die Spitze des Eisberges, wenn es darum geht, Feedback tatsächlich für eine eigene Lehrveranstaltung zu planen und erfolgreich umzusetzen. Das weiß auch die Uni Wien. Sie hat inzwischen, ja, wie schon gesagt, ein erfolgreiches Informationsportal auch gerade zu diesem Thema aufgebaut und hat, wie ich finde, damit auch ein wirklich sehr einzigartiges Angebot bisher im deutschsprachigen Raum geschaffen. Denn ansonsten, also jedenfalls kann ich hier für Deutschland sprechen, ist Feedback noch nicht in so elaborierter Art und Weise als wichtiger Bestandteil der Hochschullehre aufgenommen und definiert. Lassen Sie uns also schauen, was wir heute machen wollen, beziehungsweise worum es zunächst in meinem Impulsvortrag gehen soll. Als erstes möchte ich mit Ihnen gerne einen Blick auf den Status quo von Feedback in der Hochschullehre werfen. Das heißt, wie ist die Ist-Situation und was sagt die Forschung dazu? Dann möchte ich gerne näher auf den Begriff nachhaltiges Feedback eingehen. Wann ist Feedback nachhaltig und was unterscheidet es von unserer konventionellen Vorstellung von Feedback? In einem dritten Schritt wird es dann darum gehen, welchen Beitrag Dozenten, Peer und ein Selbstfeedback dazu leisten können, dass tatsächlich nachhaltiges Feedback in der Praxis erreicht wird. Als letzten inhaltlichen Punkt möchte ich mich noch der Frage widmen, wie man denn eigentlich nun von einer ersten Idee zu einer runden Feedback-Strategie für die eigene Lehrveranstaltung kommt. Und dann bleibt hoffentlich noch Zeit für Fragen und Diskussionen und da bin ich gespannt, was Sie zu dem Thema zu berichten haben. Kommen wir nun also zur Ist-Situation von Feedback in der Lehre. Wenn wir Studierende nach ihrer Meinung befragen, dann ist es tatsächlich so, dass bei Studierendenzufriedenheitsbefragungen das Thema Feedback immer relativ schlecht bewertet wird. Also das heißt, die Studierenden sind eher unzufrieden. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber für Deutschland kann ich jedenfalls berichten, dass nur knapp 43% der Studierenden beim Studienqualitätsmonitor 2017 gesagt haben, dass sie zufrieden oder sehr zufrieden sind mit dem Feedback, das sie bekommen. Das hört sich jetzt gar nicht mal so wenig an. Das Item fällt aber dann doch im Vergleich zu den anderen Inhalten der Befragung deutlich hinten ab. Auch wenn wir den Blick mal in den internationalen Raum werfen, dann ist klar, dass Feedback auch dort eines der Themen ist, die immer nicht so ganz gut von den Studierenden bewertet werden. Das heißt, die Studierenden sind nicht ganz so zufrieden. Und wenn wir internationale Studien mit deutschen Studien vergleichen, dann wird noch einmal deutlich, dass Deutschland auch im internationalen Vergleich stark hinten abfällt. Woran liegt das? Warum ist gerade im deutschsprachigen Raum Feedback, gerade in Deutschland Feedback so ein kritisches Thema? Ich war einmal als einzige Teilnehmerin auf einer internationalen Konferenz zum Thema Feedback aus Deutschland angereist. Und als ich dort meinen Vortrag gehalten hatte, meinte dann der Rest des Plenums zu mir, oh mein Gott, du arbeitest zum Thema Feedback und bist in Deutschland. Das ist ja fürchterlich. In Deutschland gibt es doch gar kein Feedback. Da gibt es doch nur Kritik. Und da ist natürlich ein wahrer Kern dran, was dann die Arbeit mit Feedback in der Lehrveranstaltung nochmal zu einer besonderen Herausforderung macht. Ja, aber woran liegt es jetzt, dass die Studierenden so wenig zufrieden sind mit Feedback? Wird tatsächlich so wenig Feedback gegeben oder ist die Qualität vom Feedback so schlecht? Was machen die Lehrenden in der Lehre?
Repräsentative Studien dazu, was passiert, gibt es leider nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent der Lehrenden setzen Feedback ein in dieser und jener Form. Was wir aber aus qualitativen Studien sagen können, ist, dass wir eine sehr große Spannbreite haben, ein sehr heterogenes Verständnis von Feedback. Das heißt, Feedback in der Lehre hat eine Spannbreite von, ja, also man kann mir jederzeit eine E-Mail stellen, und eine E-Mail schreiben und eine Frage stellen und ich gebe Feedback darauf. Über nach der Veranstaltung, nach dem Seminar bin ich immer noch 10 Minuten da und kann dann Feedback geben. Bis hin zu Lehrenden, die wirklich relativ elaborierte Strategien schon haben und Feedback als festen Bestandteil in ihre Lehrveranstaltung integriert haben. Wenn Lehrende Feedback geben, ist das allerdings auch immer oder häufig ein Anlass für Frustrationen. Zum einen deswegen, weil wenn umfangreich Feedback an Studierende gegeben wird, das sehr zeitaufwendig ist. Das heißt, wenn ich mehrere Lehrveranstaltungen habe, viele Studierende, dann könnte ich mich quasi unendlich lang damit beschäftigen, einfach nur Feedback an Studierende zu geben. Und das wird besonders dann frustrierend, wenn das Feedback dann nach Ansicht der Lehrenden nicht genutzt wird oder nicht in der Art und Weise genutzt wird, wie es eigentlich intendiert ist. Ja, und was sagt jetzt die Forschung dazu, die Hochschulforschung, die Bildungsforschung? Die betrachten das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden in diesem Punkt relativ kritisch und sagen, in den allermeisten Fällen gibt es überhaupt gar keine gemeinsame Vorstellung davon, was Feedback ist und wie mit Feedback auch tatsächlich weitergearbeitet werden soll. Sie können es sich vielleicht vorstellen, dass ein Lehrender, der überzeugt ist, dass er in Form von Sprechstunden und optionalen Angeboten Feedback integriert hat in die Lehre, dass dann auf Seiten Studierender trotzdem gar nicht wahrgenommen wird, dass es hier Feedback gibt. Das heißt, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass erstmal ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden muss, eine Feedback-Kultur entwickelt werden muss, wo allen Beteiligten im Feedback-Prozess klar ist, warum gibt es Feedback, wann gibt es Feedback und was sind auch die jeweiligen Rollen, die die ganzen Beteiligten im Feedback-Prozess haben. Wer ist wann Feedbackgeber? Was wird von mir als Feedback-Empfänger erwartet? Denn ohne wirklich eine klare gemeinsame Vorstellung davon, wozu Feedback in der Lehrveranstaltung dient, habe ich keine gemeinsame Basis, um wirklich damit effektiv weiterzuarbeiten. Eine weitere große Säule der Feedback-Forschung ist natürlich die Forschung über Qualität von Feedback. In frühen Jahren haben wir ja Unmengen von Laborstudien, die sich damit beschäftigen, wie unterschiedliche Variablen, die Veränderung der Variablen dazu führt, dass mein Feedback besonders gut wird und damit besonders großen Einfluss oder besonders großen positiven Einfluss auf den Lernprozess hat. Dazu zählen solche Variablen wie natürlich Wortlaut von Feedback, Feedback-Umfang, Feedback-Zeitpunkt. Das heißt, hier wissen wir eigentlich schon ziemlich viel darüber, wie ein gutes Feedback ausgestaltet ist. Aus meiner Perspektive sind vor allen Dingen 2 Punkte sehr wichtig, wenn es um die Qualität von Feedback geht, die ich Ihnen jetzt gerne auf den Weg mitgeben würde. Das ist zum einen sehr wichtig, dass Feedback nicht informell bleibt, nicht unsichtbar bleibt, sondern dass es tatsächlich Teil des didaktischen Konzepts ist und als solches auch sichtbar tatsächlich in der Lehrveranstaltung gemacht wird. Warum das so wichtig ist, würde ich Ihnen jetzt gerne illustrieren anhand des Konzepts des Constructive Alignment. Constructive Alignment sagt sicherlich vielen von Ihnen schon was, die schon solche Veranstaltungen hier besucht haben. Falls nicht, kann ich es noch mal kurz auf den Punkt bringen. Constructive Alignment von John Biggs besagt im Grunde genommen, dass ich, wenn ich bestimmte kompetenzorientierte Learning Outcomes erreichen möchte, die ich zunächst definiert habe als Lehrender, dass ich dann auch die Lehr- und Lernaktivitäten entsprechend planen kann, sodass diese Kompetenzen entwickelt werden und dass ich auch die Prüfungsaktivitäten, also das Assessment, dementsprechend planen muss, dass diese Kompetenzen auch überprüft werden können. Das ist also das, was Sie sich als Lehrende sozusagen auf der Seite des Lehrsystems überlegen, was in Ihrer Lehrveranstaltung stattfinden soll. Auf Seiten der Studierenden resultieren dann aus diesen Aufgaben, auf diesen Prüfungsformaten bestimmte Lernaktivitäten, die zu Lernergebnissen führen, die aber nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen mit dem, was Sie sich mal als Lernergebnisse erhofft haben für Ihre Veranstaltung. Und hier kommt dann Feedback ins Spiel. Feedback verstehe ich nämlich sozusagen als Mittler zwischen diesen beiden Systemen, zwischen dem Lehrsystem und dem Lernsystem, indem ich hier wirklich einen Austausch unter Lernenden und Lehrenden über
Lernziele der Veranstaltung, über Aufgaben in der Veranstaltung integriere in meine Veranstaltung. Idealerweise sollten mein Feedback dabei die Ziele der Veranstaltung explizit aufgreifen und vor allen Dingen auch anhand von Kriterien deutlich machen, inwiefern ja eine bestimmte Aufgabenlösung tatsächlich eine gute Lösung darstellt oder eben auch nicht. Im Idealfall wird das Feedback dann eben auch in einer Lehrveranstaltung noch durch Studierende aufgegriffen, zur Weiterarbeit eben in bestimmten Lernaktivitäten wie einer Hausarbeit oder einem Referat oder einer Gruppenarbeit, um dann hoffentlich ein bisschen näher heranzurutschen an die eigentlich intendierten Lernziele der Veranstaltung. Ein zweiter wichtiger Punkt neben dieser Verankerung von Feedback im didaktischen Konzept ist natürlich auch, dass das Feedback inhaltlich überhaupt die Möglichkeit bietet, damit weiterzuarbeiten, daraus zu lernen. Ein Modell, das das anschaulich illustriert, stammt von Hattie und Timperley, das Modell für formatives Feedback. Die Autoren sagen, dass Feedback grundsätzlich auf vier verschiedenen Ebenen inhaltlich funktioniert. Auf der Aufgabenebene, auf der Ebene des Lernprozesses, auf der Ebene der Selbstregulation und auf der Ebene der Person. Wobei aus ihrer Sicht Feedback auf der Personenebene in einem Feedback im Rahmen der Lehrveranstaltung nichts zu suchen hat. Also persönliches Feedback im Sinne von du bist klug oder das kannst du nicht oder so, weil das bringt den Lernprozess nicht weiter voran. Aber alle anderen Themen, Aufgabe, Lernprozess, Selbstregulation können Thema im Feedback sein. Damit das Feedback dann auch tatsächlich lernförderlich ist, muss es drei Leitfragen sozusagen beantworten. Was ist das Ziel überhaupt? Feed up. Was ist das Ziel der Lehrveranstaltung? Was ist das Ziel der Aufgabe? Was ist das Ziel des Feedbacks? Dann folgt das klassische Feedback. Also, wo befinde ich mich jetzt? Wie ist der Status quo? Wie gut ist die erbrachte Leistung jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und dann, das ist der wichtigste Punkt in diesem Modell, der wichtigste Schluss, Feed forward. Was kommt als nächstes? Das Feedback muss unbedingt klare Perspektiven eröffnen, wie weitergearbeitet werden kann. Nicht immer unbedingt in Form ganz konkreter Verbesserungshinweise, sondern vielleicht auch auf der Ebene der Lernstrategien. Also welche Schritte sind jetzt als nächstes zu gehen vom Studierenden? Und im besten Fall findet das auch nicht nur einmal statt, sondern sogar zyklisch im Rahmen einer Lehrveranstaltung, dass wir hier wirklich einen dialogischen Prozess haben zwischen Lehrenden und Studierenden und eine langfristige Weiterentwicklung von Lernprozessen und Lernergebnissen. Tja, wenn ich jetzt ein Feedback nach diesen Regeln, nach diesen Vorgaben erfüllt habe als Lehrender, wenn ich das so verfasst habe, dann müsste das doch eigentlich in der Konsequenz heißen, dass die Studierenden das auch bereitwillig nutzen. Das ist leider nicht immer der Fall, selbst wenn das Feedback eigentlich gut gemacht ist. Denn die Feedback-Nutzung ist tatsächlich einer der besonders kritischen Punkte im Feedback-Prozess. Wen verwundert es? Ich bekomme eine Rückmeldung, eine kritische Rückmeldung, gerade in Deutschland, wie gesagt. Und wie reagiere ich darauf? Natürlich nicht immer unbedingt mit offenen Armen, sondern auch sehr emotional. Reaktionen können hier sein, dass ich sage, das Feedback ist unfair. Oder die Rückmeldung ist schon toll, aber warum sollte ich die Hinweise einarbeiten? Es steht doch schon die nächste Aufgabe an. Die Aufgabe habe ich doch schon vor Wochen bearbeitet, ich weiß gar nicht mehr, worum es dabei ging. Irgendwie weiß ich nichts damit anzufangen, die Hinweise sind so abstrakt. Na toll, dass das wichtig ist, ging aus den Lernzielen, der Aufgabenstellung, den Bewertungskriterien aber nicht hervor. Der, die weiß doch auch nicht mehr als ich. Oder ich habe mir so viel Mühe gegeben und nun wird so viel kritisiert, ich glaube, ich bin einfach zu blöd. Das sind alles mögliche Reaktionen auf Feedback, das Studierende erhalten. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, ja, aber wenn ich das Feedback in die Lehrveranstaltung integriert habe, dann ist Ihnen doch klar, was es für Bewertungskriterien gibt und was es für Ziele hat und was die Lernziele sind. Aber das wissen Sie bestimmt auch alle aus Ihrer eigenen Lehre. Auch wenn man das mal gesagt hat, ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Studierenden das auch verstanden haben, was jetzt Ziele und Kriterien sind. Das heißt, wir haben auch trotz einem optimal verfassten Dozentenfeedback hier immer noch weitere Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Konkret geht es also darum, dafür zu sorgen, dass Studierende auch Feedback nutzen, sich damit wirklich auseinandersetzen. Wie sieht das jetzt aus? Wie sieht ein guter Feedback-Prozess aus, eine gute Feedback-Nutzung aus? Das ist nicht so, dass ich das Feedback lese und es dann direkt umsetze. Es passieren auch noch Sachen dazwischen.
Natürlich, die erste Hürde ist erstmal, dass es überhaupt rezipiert wird. Ich lese es, ich höre es mir an oder ich schaue es mir an, wenn es zum Beispiel ein Video ist. In einem zweiten Schritt muss ich es aber auch tatsächlich verstehen. Also was meint derjenige, diejenige mit den Kommentaren, die da zum Beispiel geschrieben stehen? Wenn ich inhaltlich hier schon Unklarheiten habe, dann wird es mir schwerfallen, damit weiterzuarbeiten. Der nächste Schritt ist, dass ich das Feedback auch reflektieren muss. Ich übernehme das ja nicht einfach unreflektiert, was da als Hinweise steht, und arbeite das stur ab. Jedenfalls sollte es eigentlich nicht so sein. Ich sollte mir bestenfalls da Gedanken darüber machen. Oh, warum ist das so? Ich habe das vorher anders eingeschätzt. Ich habe das jetzt für besser gehalten. Warum besteht dieses Missverhältnis? Und idealerweise sollte es in irgendeiner Form natürlich zu einer Umsetzung von Feedback kommen. Das heißt, die Feedback-Forschung sagt uns hier, ganz wichtig, wir müssen die Feedback-Nutzung im Blick behalten, wenn wir Feedback planen und umsetzen. Und das schaffen wir am besten, so die Erkenntnis von 15 Jahren Forschung, die letzten 15 Jahren Forschung zum Thema, wir müssen die Studierenden im Feedback-Prozess aktivieren. Und wie schaffen wir das? Eine Möglichkeit, dies zu tun, liegt darin, dass wir ein bisschen weggehen von diesem Dozentenfeedback, wo ich als Lehrerin da sage, was richtig und falsch ist, und mehr darauf setze, dass Studierende in Form von Peer- und Selbstfeedback selber in die Rolle des Feedbackgebers schlüpfen und dadurch eben längerfristig ein eigenes Verständnis für zum Beispiel Qualität entwickeln. Was ist gut und was ist jetzt weniger gut? Und auch dadurch Kompetenzen entwickeln, selber tatsächlich ein Feedback, was sie erhalten, zu interpretieren, zu reflektieren und für die eigene Arbeit zu nutzen. Auf diese besonderen Chancen von Dozentenpeer und Selbstfeedback werde ich gleich nochmal im Detail eingehen. Die Forschung befasst sich natürlich außerdem mit den unterschiedlichen Modi von Feedback, schriftliches, mündliches, mediengestütztes Feedback, oder untersucht auch ganz spezielle Methoden, die man konkret einsetzen kann. Dazu werde ich heute leider nichts mehr sagen können, aber da verweise ich auch gerne nochmal auf den Infopool hier von der Homepage, weil da habe ich schon gesehen, gibt es einige zusätzliche Informationen zu diesem Thema. Ja, jetzt haben Sie zu diesem Zeitpunkt einen guten Überblick bekommen, was so die wichtigsten Baustellen schon mal sind, wenn es darum geht, Feedback für die eigene Lehre zu planen und umzusetzen. Aber was heißt jetzt eigentlich nochmal nachhaltiges Feedback? Es versteckt sich im Titel, aber ich habe jetzt noch gar nichts weiter dazu gesagt, wann ein Feedback nicht nur gut, sondern auch nachhaltig ist. Als erstes würde ich mit Ihnen gerne nochmal den Blick darauf richten, wie Feedback denn eigentlich ursprünglich definiert ist. Der Begriff Feedback, der kommt ja aus der Kybernetik und ja, bezeichnet ja zunächst so etwas wie einen Regelkreis. Also eine Person A gibt einer Person eine Rückmeldung in der Hoffnung, dass sie dann eben die Informationen nutzt, um eine Lücke vom Ist zum Soll zu schließen. Und so ähnlich hat es auch Ramaprasad allgemein 1983 formuliert, für alle Wissenschaftsdisziplinen übergreifend. Feedback is information about the gap between actual performance level and the reference or standard level, which is subsequently used to alter that gap. Und hier versteckt sich in dieser Feedback-Definition eben schon ein sehr wichtiger Hinweis, nämlich Feedback ist eigentlich nur Feedback, wenn es auch tatsächlich genutzt wird, um irgendwas zu tun. Und Sie merken es vielleicht schon oder wissen es aus Ihrer eigenen Erfahrung, das ist eben bei unserer konventionellen Vorstellung von Feedback nicht immer der Fall, dass das automatisch gegeben ist. Aber was ist jetzt nun nachhaltiges Feedback? Ich glaube, es wird verständlich, wenn wir uns ein bisschen die Evolution von Feedback in der Lehre anschauen. Wie gesagt, so die niedrigste Stufe ist summatives, unidirektionales Dozentenfeedback. Ich als Lehrender gebe nach Abschluss der Veranstaltung eine Rückmeldung an die Studierenden, zum Beispiel zu einer bereits benoteten Hausarbeit. In diesem Fall steht in den allermeisten Fällen eigentlich im Mittelpunkt des Interesses, eine Note zu rechtfertigen und nicht wirklich den Lernprozess zu fördern, weil der ist ja für diese Veranstaltung auch schon abgeschlossen. Der zweite Schritt ist in der Evolution, dass ich diese Art von Feedback jetzt in den Lernprozess integriere und daraus ein formatives Feedback mache. Dann besteht zumindest die Chance, dass das Feedback tatsächlich zur Verbesserung einer Aufgabenlösung genutzt wird. Zum Beispiel, wenn ich meine schriftliche oder mündliche Rückmeldung auf den Entwurf einer Hausarbeit gebe und nicht auf die fertige Version. Hier haben wir aber immer noch das Problem, das gerade schon angeklungen ist,
dass wir nicht sicher sein können, wie das Feedback jetzt wirklich verstanden wird von den Studierenden. Ob sie wirklich Bewertungskriterien und Sprache des Lehrenden entsprechend interpretieren können, um den optimalen Nutzen daraus zu ziehen. Die dritte Stufe von Feedback ist deswegen formatives, dialogorientiertes Feedback. Das ist auch so das, was mittlerweile so als Wissen an Universitäten angekommen ist, dass es eher ein Feedback-Dialog sein sollte und nicht nur ein unidirektionales, ich sage dir jetzt, was richtig und falsch ist, Feedback. Dialogorientiertes Feedback meint hierbei, dass eben nicht nur irgendwie ein Feedback weitergereicht wird, sondern dass es immer auch Anschlussmöglichkeiten der Kommunikation daran gibt. Möglichkeiten, über dieses Feedback zu sprechen, Rückfragen zu stellen, wirklich direkt integriert auch in diesen Feedback-Prozess offiziell diese Möglichkeiten, nicht nur als Option. Denn so ist es möglich, dass nach und nach ein gemeinsames Qualitätsverständnis erarbeitet wird und auch ein gemeinsames Verständnis davon, was Feedback leisten kann. Ja, und die vierte Stufe wäre nun, um da noch eins draufzusetzen, zusätzlich zu diesem dialogorientierten Ansatz, versuche ich jetzt noch, Lernende darin zu unterstützen, dass sie ihre eigene Leistung einschätzen können, also realistisch einschätzen können. Dass sie nicht nur darauf angewiesen sind, mit externem Feedback weiterzuarbeiten von anderen, sondern dass sie wirklich selber langfristig zu autonomen, selbstregulierten Lernern werden und damit die Voraussetzungen erworben haben, um wirklich lebenslang zu lernen und auch in anderen Situationen entweder Feedback selber zu generieren oder von anderen einzuholen. Das heißt, bei der Evolution von Feedback haben wir einen Wandel von einem Verständnis als Feedback im Sinne einer Informationsübertragung, was ja, wie wir schon gelernt haben, eigentlich gar kein Feedback ist, über diesen dialogischen Ansatz hin zu einem nachhaltigen Feedback in dem Sinne, dass es über eine einzelne Veranstaltung, über das Studium auch hinaus wirken will. Nachhaltig, indem es wirklich den Lerner in seiner Entwicklung selbstregulativer Fähigkeiten unterstützt. Man könnte auch im Umkehrschluss vielleicht sagen, wir haben so eine abnehmende Form von Fremdsteuerung. Also während am äußersten Extrem eigentlich nur der Lehrende sagt, was richtig und was falsch ist, sollte bei nachhaltigem Feedback der Lernende eigentlich in gewissem Maße selber erkennen können, wie sein Lernprozess abläuft, wo er eben hier ein Feintuning vornehmen kann und sollte seine Lernergebnisse realistisch einschätzen können. Insofern würde ich auch sagen, dass nachhaltiges Feedback eigentlich die Form von Feedback ist, die wünschenswert ist für die Hochschule. Weil wir wollen ja hier keine Maschinen, keine Roboter produzieren, die einfach jetzt unreflektiert ein Feedback nutzen und es dann umsetzen und abarbeiten, sondern es ist Ziel von Hochschulbildung, dass tatsächlich hier selbstständig denkende, selbstständig weiterdenkende Individuen gebildet werden. Insofern möchte ich hier dafür plädieren, diesen Blick auf nachhaltiges Feedback so ein bisschen zu schulen und sich zu überlegen, wie man solche Möglichkeiten in der eigenen Lehre schaffen kann. Noch einmal zusammengefasst, wie würde man nachhaltiges Feedback jetzt definieren? Carles hat nachhaltiges oder auch im internationalen Sprachgebrauch Sustainable Feedback definiert als Active Student Participation in Dialogic Activities in which students generate and use feedback from peers, self or others as part of an ongoing process of developing capacities as autonomous self-regulating learners. Sustainable feedback is co-constructed by tutors and students with an emphasis on student engagement with feedback. Also der Fokus liegt hier wirklich bei diesem nachhaltigen Feedback auf der Eigenaktivität Lernender. Wie kann ich diese Form von Feedback, dieses nachhaltige Feedback jetzt durch den Einsatz von Dozenten, Peer- und Selbstfeedback unterstützen? Wo liegen die Chancen der einzelnen Methoden? Ist Dozentenfeedback jetzt auf einmal völlig vom Tisch? Ich würde gerne diese drei verschiedenen Feedbackformen jetzt hinsichtlich ihrer Kernidee, der Chancen, Umsetzungsbeispiele und Stolpersteine vorstellen, damit Sie eine Idee bekommen, dass hier jeweils unterschiedliche Chancen in diesen Methoden versteckt sind. Dozentenfeedback, Sie wissen es alles, was ist die Kernidee? Es gibt eine Rückmeldung von Lehrenden an Studierende auf Lernprozesse oder Lernergebnisse. Dabei können unterschiedliche Funktionen im Mittelpunkt stehen. Häufig leider eher dieses bewertende Moment, dieses die Note erklärende Moment, das wäre dann summatives Feedback.
oder eben das formative Moment tatsächlich lernförderlich sein wollen. Auch unter der Perspektive von nachhaltigem Feedback liegen große Chancen, Dozentenfeedback einzusetzen. Konkret darin, dass Studierende aus einer bewährter Sicht erfahren, was sozusagen gut und was schlecht ist. Dozentenfeedback kann insofern hilfreich sein, ein Qualitätsbewusstsein zu entwickeln. Weil wenn ich jetzt nur auf Peer-Feedback und Selbstfeedback setzen würde, wo soll dann die Information herkommen, was jetzt irgendwie Qualität in meinem Fachbereich ist? Es geht ja auch um das Hineinwachsen in eine Community of Practice, in einen Fachbereich, Sozialisation einfach auch mit den Inhalten meines Fachs, was ich studiere. Und da ist Dozentenfeedback wichtig, weil es Orientierung bietet. Außerdem wird durch Dozentenfeedback implizites Wissen vermittelt über zum Beispiel Bewertungsprozesse oder wie man jetzt bestimmte Arbeiten angeht. Und es hilft, wenn wir diese Form auch mit integrieren in Feedbackprozesse, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Beispiele sind hier ein schriftliches, individuelles Feedback auf einen Hausarbeitenentwurf, zum Beispiel mit einem Feedbackbogen, also so einem Feedback-Formblatt mehr oder weniger, was ich nutze, um hier meine Rückmeldung zu geben. Außerdem könnte man auch ein generisches Feedback verwenden. Das wäre jetzt ein Feedback, was man an die Großgruppe richtet, indem man anhand von authentischen Beispielen transparent macht, was jetzt gut, was jetzt hohe Qualität ist und was jetzt nicht so hohe Qualität ist. Diese Arbeit anhand von Beispielen empfiehlt sich immer dann, wenn ich halt wirklich viele Studierende habe und individuelles Feedback nicht möglich ist, aber auch dann, wenn es darum geht, wirklich relativ zu Beginn einer Veranstaltung, noch bevor eigene Leistungen Studierender entstanden sind, schon ein bisschen den Blick zu schulen, was sind überhaupt Anforderungen, die hier gestellt werden in der Veranstaltung, was zeichnet Qualität im Verständnis der Lehrperson aus. Stolpersteine sind hier, was wir eigentlich schon gehört haben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ein Dozentenfeedback verstanden wird. Und deswegen sollten wir immer, wenn wir Dozentenfeedback machen, eine dialogische Maßnahme anschließen. Eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel ein sogenanntes Feedback auf das Feedback als Methode, dass man nach einem schriftlichen Feedback zum Beispiel an Studierende diese bittet, auszufüllen, ein Deckblatt zum Beispiel auszufüllen, was nehme ich aus diesem Feedback mit, was waren die wichtigsten Punkte. Auf ähnliche Art und Weise könnten die Studierenden aufgefordert werden, einen Actionplan zu verfassen, indem sie wirklich für sich ausschreiben, was jetzt konkrete Handlungsschritte sind, die sie nach diesem Feedback jetzt gehen möchten. Ja, für Sie als Anschauungsmaterial ein Beispiel aus meiner privaten Sammlung sozusagen. Ein Ausschnitt aus einem Dokument mit so einem Feedback-Formular, wo Kriterien genannt sind, wo dann nochmal individuelles Feedback gegeben wird. Und ebenfalls als Beispiel hier so eine Vorlage für einen Action-Plan, für einen Aktionsplan, wo Studierende notieren, was für sie die wichtigsten Punkte des Feedbacks sind, Rückfragen formulieren, ihre eigene Leistung vielleicht einschätzen und Handlungsschritte formulieren. Kommen wir zum Peer-Feedback. Die Kernidee von Peer-Feedback ist, dass Peers, also die Studierenden, sich gegenseitige Rückmeldungen geben auf Lernprozesse und Lernergebnisse. Idealerweise sollte dann auch ein selbst geschaffenes studentisches Produkt Gegenstand der Rückmeldung sein, also zum Beispiel ein Hausarbeitenentwurf oder eine Skizze für ein Referat oder ähnliches. Die Chancen beim Peer-Feedback liegen auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Als Feedback-Empfänger bekomme ich natürlich nochmal eine andere Form der Rückmeldung, als ich sie vielleicht vom Dozenten bekommen würde. Vielleicht auch verständlicher, näher an meiner Alltagssprache dran, an meiner Sprachwelt dran. Aber die größere Chance wird hier eigentlich gesehen, wenn Studierende in der Rolle der Feedbackgeber stecken. Denn dadurch, dass sie selber zum Beispiel Bewertungskriterien auf andere Arbeiten anwenden und versuchen, diese zu beurteilen, hier hilfreiche Rückmeldung geben, lernen sie Qualitätsmaßstäbe und Bewertungskriterien besser kennen, als wenn ich ihnen das nur als Lehrender erzähle, was jetzt Kriterien sind. Sie internalisieren das tatsächlich und können auf Basis dessen dann auch ihre eigenen Lernergebnisse und die Rückmeldung anderer besser einschätzen und damit weiterarbeiten. Möglichkeiten für Peer-Feedback sind hier zum Beispiel, wie schon genannt, Feedback auf Hausarbeiten, Entwürfe, zum Beispiel unter Rückgriff auf ein Kriterienraster oder dass ich Feedback auf Referate integriere in meine Veranstaltung,
Aber dann bitte nicht einfach in die Runde fragen und sagen, jetzt geben Sie bitte mal Feedback, sondern vielleicht mit einer etwas differenzierteren Methode, indem ich zum Beispiel Rollen verteile im Vorfeld des Referates und sage, ihr fünf seid jetzt Feedbackgeber heute und du bitte aus der Perspektive des Lobenden, du bist der Kritiker, du bist der Fragensteller etc. Durch solche Methoden, durch solche Ansätze kann es einfach auch geübt werden, Feedback zu geben, Feedback auch mündlich zu geben und eine Feedback-Kultur auch einfach langfristig zu entwickeln. Typische Stolpersteine beim Thema Feedback, beim Thema Peer-Feedback sind, dass Peers sich nicht gegenseitig bewerten möchten. Und wenn sie das partout nicht möchten, dann kann man sie auch nicht dazu zwingen. Also ich hatte auch schon Veranstaltungen, wo es dann einfach nicht ging, weil sich alle dagegen gesperrt haben. Das zeigt mir, dass dann die Feedback-Kultur einfach noch nicht weit genug entwickelt ist, dass es tatsächlich Sinn macht. Hier wäre eben die Alternative, dass man zumindest solche Prozesse des Feedbackgebens anhand von authentischen Beispielen einübt, anhand einer alten Hausarbeit zum Beispiel, die man verwenden darf für diesen Zweck. Weil es geht ja auch um diesen Prozess, tatsächlich das zu üben, Feedback zu geben, was den großen Mehrwert ausmacht. Ein weiteres Problem ist, dass die Qualität des Feedbacks vielleicht zu schlecht sein könnte. Also dass das, was als Rückmeldung da kommt von Studierende an Studierende, so weit weg ist von dem, was ich jetzt als Lehrperson als angemessene Rückmeldung einschätzen würde, dass es vielleicht einfach aus meiner Sicht auch nicht so viel Sinn macht. Hier ist es wichtig, dass Studierende durch Feedback-Regeln und Dokumentenvorlagen und vielleicht auch vorherige Übungsaufgaben entsprechend schon darauf vorbereitet werden, diese Aufgabe mit gewisser Ernsthaftigkeit und eben auch schon mit so ein bisschen Basiswissen über Kriterien und Qualitätsstandards umzusetzen. Also kein Prozess, der von jetzt auf gleich sofort gelingen kann. Ja, und was ist jetzt dieses Selbstfeedback? Die Kernidee ist, steckt ja schon im Begriff, dass die Lernenden sich sozusagen selber Feedback geben. Eine Version davon ist ein Self-Assessment im engeren Sinne. Also, dass es wirklich darum geht, die eigene Leistung zu bewerten, sich einzuschätzen, was für eine Note habe ich jetzt zum Beispiel auf diese Hausarbeit verdient, inwiefern habe ich diese einzelnen Kriterien, die mir hier an die Hand gegeben werden, mit meiner Hausarbeit erfüllt. Eine andere Form, Selbstfeedback zu unterstützen, ist, dass ich punktuell oder auch über eine Veranstaltung hinweg oder längerfristig die Reflexion Studierender unterstütze. Hier geht es dann also nicht mehr unbedingt nur um die Qualität von Lernergebnissen, sondern auch um eine Reflexion darüber, was sind meine Ziele, wie lerne ich, wie kann ich meinen Lernprozess vielleicht steuern und weiter verbessern. Ja, die Chancen von Selbstfeedback liegen darin, dass ich langfristig damit meine Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen entwickeln kann. Eben dieses schon genannte, sich selber Ziele setzen, überwachen, die eigene Leistung einschätzen können, als Voraussetzung dafür, dass ich das auch nach Abschluss der Universität tun kann. Außerdem gilt so eine gewisse Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstregulation als wichtige Voraussetzung dafür, dass ich auch externes Feedback entsprechend nutzen kann, dass ich es verstehen und nutzen kann. Wie wir vorhin schon anhand dieses Ablaufsmodells gesehen haben, ist es ja sehr wichtig, dass ich auch ein externes Feedback reflektiere und mir Gedanken mache, wie passt das jetzt mit meiner Vorstellung von meiner eigenen Leistung zusammen. Möglichkeiten für so ein Selbstfeedback sind zum Beispiel, dass ich mit der Abgabe einer Hausarbeit auch eine Selbsteinschätzung der Studierenden verlange. Das könnte zum Beispiel in Form eines interaktiven Deckblatts geschehen, was ich Ihnen gleich noch zeigen möchte. Außerdem könnten Studierende aufgefordert werden, ein Lerntagebuch zu führen oder ein E-Portfolio vielleicht anzulegen. Stolpersteine, gerade bei der Reflexion, bei der Förderung von Reflexion, ist erfahrungsgemäß, dass ein Reflektier mal über deinen Lernprozess in der Regel nicht ausreicht, um Reflexion anzustoßen. Das heißt, hier braucht es wirklich Aufgaben, Reflexionsaufgaben, bewusst geschaffene Anlässe für Reflexion, Leitfragen, irgendeine Form von Unterstützung. Außerdem ist Selbstfeedback alleine für sich doch eine ziemlich einsame Sache. Das heißt, wenn ich das einplane in meiner Veranstaltung, ist es immer wichtig, darüber auch Dialogmöglichkeiten zu schaffen oder eben das Ganze in Kombination mit anderen Feedback-Methoden einzusetzen, indem ich zum Beispiel sage, mit der Selbsteinschätzung, die ich einreiche mit der Hausarbeit oder auf diese Selbsteinschätzung, gibt es dann nochmal die Rückmeldung des Lehrenden.
dass ich eine gewisse Form von Spiegelung habe und nicht alleine bin mit meiner Selbsteinschätzung. Ja, und so könnte eben so ein interaktives Deckblatt aussehen, was ich mit meiner Hausarbeit einreiche. Ich gebe hier vielleicht eine verbale Selbsteinschätzung ab, eine schriftliche Selbsteinschätzung ab. Mit folgenden Abschnitten bin ich zufrieden. Hier hatte ich Schwierigkeiten und zu diesen 1, 2, 3 Fragen hätte ich gerne eine Rückmeldung. Ich könnte auch sagen, dass die Bewertungskriterien vielleicht auf diesem interaktiven Deckblatt auftauchen und ich hier noch ein Self-Assessment vornehme und einschätze, wie gut ich das jeweilige Kriterium erfüllt habe. Ja, und das bringt mich eben jetzt noch als letzten inhaltlichen Punkt zu der Frage, wie ich denn jetzt von so einer ersten Idee, was ich machen könnte in meiner Lehrveranstaltung, zu einer runden Strategie komme. Vielleicht haben Sie jetzt so erste Gedanken schon, dass Sie Peer-Feedback oder Selbstfeedback einsetzen könnten bei sich in der Lehre. Aber wie verankern Sie das in Ihrer Lehre? Ganz wichtig ist es natürlich, dass Ihre Planung tatsächlich in Passung zu Ihrer Lehrveranstaltung abläuft. Das heißt, Sie müssen sich in einem ersten Schritt nochmal bewusst machen, was sind jetzt eben meine kompetenzorientierten Lehr-Lernziele, was sind die Lehr-Lernaktivitäten, die jetzt in einer Veranstaltung geplant sind und wie schaut die Prüfung aus? Weil, wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an dieses komplexere Modell von Constructive Alignment, an diese Aspekte muss das Feedback dann tatsächlich angebunden werden. So wird es im didaktischen Design verankert. Jetzt kann es gut sein, dass Sie dann merken, dass Anpassungen auch am didaktischen Design nötig sind. Das heißt, dass Sie zum Beispiel mehr Anlässe schaffen müssen, wo irgendwelche Aufgaben abgegeben oder vorgestellt werden müssen. Denn wenn es bislang so war, dass erst ganz am Ende eines Seminars eine Hausarbeit abgegeben wird, dann wird dieses Modell nicht geeignet sein, um dialogorientiertes, nachhaltiges Feedback umzusetzen. Außerdem, ganz wichtig, wir haben gerade schon gesehen, dass Dozenten-Peer- und Selbstfeedback unterschiedliche Funktionen auch im Rahmen nachhaltigen Feedbacks ja einnehmen können und dass deswegen in der Kombination gerade unterschiedlicher Feedbackformen der Schlüssel liegt, nachhaltiges Feedback erreichen zu können. Indem ich nur auf eine dieser Methoden setze, auf eine dieser Formen setze, werde ich das nicht erreichen können. Hilfreich ist auch, sich bei der Planung des Feedbackprozesses noch einmal zu vergegenwärtigen, wie sollen Studierende das Feedback nutzen. Ich richte also in der Planung meinen Blick darauf, dass ich die Voraussetzungen dafür schaffe, dass Studierende das Feedback verstehen können. Das heißt, ich schaffe Anlässe, wo ich nicht nur erkläre, was jetzt die Aufgabenstellung ist und was die Bewertungskriterien sind, sondern ich schaffe Anlässe, dass sich die Studierenden damit aktiv auseinandersetzen, vielleicht sogar mitbestimmen können, was jetzt Bewertungskriterien einer guten Leistung sind. Ich muss Anlässe schaffen, dass Reflektieren geübt wird, dass irgendwie klar wird, wie man auch mit einem Feedback umgeht, was man erhält. Denn ohne eine solche Übungsmöglichkeit oder ohne ein bisschen Hilfestellung ist es leider wahrscheinlich, dass es bei einer reinen Rezeption mit vielleicht einer ablehnenden Haltung auch stehen bleibt. Zum Abschluss würde ich Ihnen da noch ein Modell zeigen wollen, das Dialog-Feedback-Modell, den Dialog-Feedback-Zyklus, den ich sehr hilfreich finde bei der Planung von Feedback in der eigenen Veranstaltung. Das Modell besagt, dass ich ausgehend von einer Aufgabenstellung für eine Übungsaufgabe oder eine Prüfungsaufgabe im Prinzip drei verschiedene Feedback-Stadien in meiner Lehrveranstaltung erreichen muss. Das erste Stadium ist die Vorbereitungsphase. Hier geht es darum, wirklich die Grundlage für dieses Verstehen zu schaffen. Wir diskutieren über die Aufgabe. Wir erläutern oder erarbeiten eben gemeinsam Bewertungskriterien. Wir schauen uns Musterlösungen oder authentische Beispiele an, führen hier vielleicht erste Übungsaufgaben und Diskussionen durch, um ein erstes Qualitätsverständnis zu entwickeln. Das heißt, es wird in dieser Phase klar gemacht, was für Anforderungen sind gestellt in der Lehrveranstaltung, was ist Qualität und wie wird auch der weitere Feedbackprozess weiter ablaufen. Die zweite Phase ist die begleitete Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Hier habe ich zum Beispiel anhand von Übungsaufgaben oder ersten Schreibentwürfen die Möglichkeit, dass Studierende selber noch aktiver werden und mit Peer-Feedback und Selbstfeedback wirklich so ein bisschen üben, Kriterien anzuwenden auf diese Lernprodukte. Dass sie lernen, Feedback auch anzunehmen und dass es auch erste Möglichkeiten gibt, Feedback wirklich umzusetzen.
Nach der Abgabe einer Lösung gibt es schließlich noch eine Rückmeldung auf die Aufgabenbearbeitung, ganz klassisch. Diese sollte zeitnah sein, orientiert an den Kriterien, die ja auch gemeinsam erarbeitet wurden. Verschiedene Modi kommen hier in Betracht. Und auch hier sollte der Blick weiterhin in die Zukunft gerichtet werden. Die Idee, dass es dann immer noch so eine Form der Rückmeldung gibt, liegt natürlich darin, dass die Studierenden am Ende auch gewisserweise noch ihre Früchte ernten sollen, dass sie sehen sollen, wie gut sie jetzt tatsächlich im Laufe eines Semesters zum Beispiel die gesetzten Lernziele einer Veranstaltung tatsächlich erreicht haben. Durch eine angeleitete Reflexion des Feedbacks oder einen Action Plan, einen Aktionsplan, kann vielleicht auch sogar noch aus so einer summativen Rückmeldung etwas in das nächste Semester, in den nächsten Studienabschnitt mitgenommen werden. Wenn Sie jetzt aber diese drei Phasen betrachten und sich fragen, wo soll ich denn da den meisten Aufwand hineinstecken, dann würde ich Ihnen raten, den größeren Aufwand bei Phase 1 und 2 zu setzen. Also tatsächlich die Eigenaktivität der Studierenden unterstützen und weniger den Fokus auf diese summative Form der Rückmeldung legen. Das ist auch so die aktuellste oder die aktuelle Erkenntnis aus der Forschung. Ja, und als allerletzten Impuls, als allerletzte Anregung würde ich Ihnen gerne auch zeigen, wie so eine Feedback-Strategie in einer Lehrveranstaltung im Prozess jetzt aussehen könnte, einfach anhand einer Abbildung, dass Sie mal sehen, dass es eine Vielzahl kleinerer Aktivitäten sein kann, die sich dann im Laufe eines Semesters abspielen. Hier anhand einer virtuellen Veranstaltung übrigens visualisiert. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine multimediale Ressource zur Einführung in die Lehr-Lernziele und das Kursdesign. Es gibt dann Diskussionen über Lehr-Lernziele, Prüfungen und Übungen und die Rolle des Feedbacks. Es gibt Übungsaufgaben, wo es zum Beispiel darum geht, Beispielhausarbeiten mit Feedback zu versehen. Ein Hausarbeitenentwurf wird abgegeben, woraufhin eine Peer-Feedback-Übung folgt. Es gibt eine Nachbesprechung dieses Peer-Feedbacks mit einer angeleiteten Reflexion. Dann könnte die Hausarbeit abgegeben werden mit einem interaktiven Deckblatt, wo dann auch die Selbsteinschätzung der Studierenden gefordert wird und eine Selbsteinschätzung oder zusätzliche Fragen gestellt werden können an den Feedbackgeber. Und zum Abschluss könnte als eine Art summatives Feedback vielleicht ein generisches Feedback an die gesamte Gruppe erfolgen. Also dass ich hier gar nicht mehr individuell jedem Einzelnen eine Rückmeldung gebe, sondern dass ich als Dozentin, als Dozent illustriere, was jetzt typische Fallstricke waren bei der Hausarbeit, wie sie ausgefallen ist, wie das Feedback grundsätzlich umgesetzt wurde und so weiter. Ja, soweit eben von mir mein Impuls. Ich hoffe, Sie haben einige Ideen und Anregungen mitgenommen, worauf es jetzt ankommt, wenn man Feedback in der eigenen Veranstaltung umsetzen möchte, was wichtige Planungsschritte sind, was große Stolpersteine und Chancen sind. Und dann freue ich mich eben jetzt auf Ihre Fragen und auf den sich anschließenden Workshop natürlich. Vielen Dank.